Wenn es mich seit langem wieder einmal ins Kloster Fischingen verschlägt, ja, dann möchte ich es genau wissen, was sich hinter dieser Braukunst verbirgt. Wir von Best of Swiss Gastro bewegt, nehmen Sie jetzt mit auf einen kleinen Rundgang. Hier gärt das Pilgrimbier, das einzige echte Klosterbier der Schweiz. Martin Wartmann kehrt damit zurück zu den Wurzeln der Bierkultur. Sein Pilgrim? Definitiv ein Bier, das aus der Masse heraussticht. Wir gehen auch da zurück an die Wurzeln, an die alten Herstellungsweisen. Die haben zum Teil überlebt, in den Benediktiner oder Trappiterklöstern in Belgien. Wenn wir das übernehmen können. Und die Basis sind mehrere verschiedene Malz, zum Teil auch noch Gewürz oder Candiszucker. Dann sind nicht eine Hefe, sondern wir haben vier oder fünf verschiedene Hefe, warmgärende Hefe. Und wir haben vor allem auch drei Gärungen, nämlich die erste Gärung in den offenen Butter, die zweite Gärung in den Tank und die dritte Gärung dann in der Flasche mit den Champagnerzäpfchen oben drauf. Und das ist eigentlich in dieser Art einzigartig. 8 bis 10 verschiedene Biersorten werden im Kloster gebraut. Keine Konkurrenz für die großen Brauereien. Aber bereits jetzt schon fast ein heiliger Ort für echte Kenner. Ich bin selber überrascht über die Begeisterung der Leute. Ich meine, in Fischingen sind wir tatsächlich nicht im Auge des Taifuns. Wir sind da irgendwo im Tanzapfelland oder in der Natur am Waldrand. Und ich darf Ihnen sagen, das ist völlig überraschend, wie viele Leute jetzt dahinter pilgern, in die Kleinbrauerei. Und die stehen staunend vor dem Gestell und staunen einfach und lassen sich überraschen von dieser Vielfalt. Und ich glaube, was wir hier machen, ist fast ein bisschen eine Pionierarbeit im Entwickeln einer neuen Schweizer Bierkultur. Martin Wartmann ist Bierbrauer in der 4. Generation. Seine Leidenschaft für den Hopfensaft ungebrochen. So mancher Mann dürfte ihn um diesen Traumjob beneiden. Ja, das Wickeln ist natürlich hervorragend. Das ist fast ein Hobby, oder? Am Morgen schauen, wie das Bier ist. Aber es ist natürlich ernsthaft, oder? Es geht darum, um Qualitätskontrolle und schauen, wie die im Tank jetzt gären und reif werden. Unterstützt wird Martin Wartmann vom Brauer und Melzer Sebastian Merck. Was macht euer Bier besser als anderes Bier? Besser? Ja, es ist spezieller. Wir vergären offen. Wir geben dem Bier eventuell mehr Zeit als manch andere größere Brauereien, die halt auch unter Druck stehen, wie wir natürlich auch. Aber wir können mehr experimentieren oder wir haben ein bisschen die Möglichkeit, das Bier wirklich zu beobachten, wenn es offen gärt. Wir können reinriechen, wir können sehen, was es macht, wie es arbeitet. Der junge Münchner hat seine Berufung bei Pilgrim gefunden. Hättest du gedacht, dass du jemals in einem Kloster arbeitest? Nein, sicher nicht. Werde ich auch mal verarscht, wenn ich noch schon Kittel trage oder ob ich schon Bruder oder Pater geworden bin. Nein, das glaube ich, hätte ich nicht gedacht. Und so macht das Klosterbier zwar keinen zum Mönch, aber so manchen zum zeitweiligen Pilger.